Uwe Koschner hat 1:1 hier im Heimspiel gegen den FC Krai. Das ist sicherlich für eine Mannschaft wie Fortuna Köln in der aktuellen Phase zu wenig. Wie kann man diesen Punkt erklären? Ja, so erklären, dass wir in den ersten 10, 12 Minuten es versäumt haben, Kapital aus unseren Möglichkeiten zu schlagen. Mit Sicherheit ist es dann immer so ein Problem, dass man das Gefühl hat, dass diese Zahl an guten Aktionen sich eben wiederholen wird im Spiel und dass dann irgendwann zwangsläufig schon ein Tor fällt. Das war heute wieder mal nicht der Fall. Also wieder mal eine eigentlich ordentliche Anfangsphase, bei der du eben nicht in Führung gehst. Das macht die Dinge gegen solche Mannschaften immer einfacher. Dann natürlich das absolute Schockerlebnis, dass das Krai auch noch hier in Führung geht, weil wir sehr, sehr sorglos in dieser Situation verteidigt haben. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und diese Sorglosigkeit, die führt dann natürlich ganz, ganz schnell auch zu Panik. Und das hat man gesehen, dass wir zwischen der 20. und 45. kaum zusammenhängende, vernünftige Aktionen haben, dass wir eine sehr, sehr hohe Zahl an Fehlern hatten, wo Bälle aus aussichtsreichen Positionen hinter das Tor geflankt wurden, wo wir Durchbrüche abgebrochen haben, um dann irgendwo nochmal eine neue Lösung zu suchen. Wir hatten in der Phase kaum gefährliche Torabschlüsse, zwar Druck, aber keine torgefährlichen Aktionen, sehr, sehr viele Fehlpässe. Dann musst du deine Mannschaft in der Halbzeit erstmal wieder einsammeln. Ich habe dann taktisch umgestellt. Ozan, der in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel in Verbindung mit Silvio gemacht hat, dann auf die rechte Seite gebracht. Dadurch wurde der Druck etwas größer, ohne dass unser Spiel so viel besser wurde. Aber wir haben zumindest Druck gemacht, haben Gott sei Dank den Ausgleich gemacht, hatten sehr, sehr viele Tormöglichkeiten in der zweiten Halbzeit, um letztendlich auch das Ergebnis dann in die Richtung zu bringen, die wir uns alle gewünscht haben. Das hat bis zur letzten Sekunde nicht geklappt. Wir haben mit Sicherheit relativ viel investiert, aber mit dann am Ende und in der Summe einfach nicht ausreichenden Mitteln, um diese Mannschaft, diese tiefstehende Mannschaft, diese kämpfende Mannschaft, diese zweikampforientierte Mannschaft letztendlich so zu bespielen, dass du ein Spiel gewinnst. Und das ist natürlich enttäuschend, überhaupt keine Frage. Und es ist auch deswegen natürlich enttäuschend, weil das nicht das erste Mal ist, dass wir aus einer scheinbaren favorisierten Position heraus eben nicht in der Lage waren, in einem Heimspiel 3 Punkte zu holen. Und da ist unsere Statistik in diesem Jahr zwar oberflächlich betrachtet okay, aber im Detail natürlich ungenügend, um letztendlich den ganz großen Wurf zu machen. Okay, Dankeschön.